Die Landfrauen des Kreises waren die ersten, die so neugierig waren, auf ihrem Jahresausflug anzufragen, ob sie eine Führung machen könnten. So. Und dann hochkatholisch oder evangelisch, die meisten sagten, wir möchten keine Einäscherung, sondern wir möchten Erdbestattung, aber wir finden es unheimlich interessant, wie das abläuft. So, und deshalb führen wir ein offenes Haus, damit die Leute hier erkennen, was gemacht wird und es keine Geheimnisse gibt. Das ist der eigentliche Grund. Man braucht also auch keine Angst vor einem Besuch zu haben. Man würde dann schneller sterben. Das ist Irrglaube. So, das ist das eine. Das andere ist, wir zeigen die Technik, wir zeigen die Räumlichkeiten, wir zeigen alles bis auf einen Verstorbenen. Einen Verstorbenen werden Sie bei uns nicht sehen. Sie sehen Särge. Geschlossene Särge, aber keinen Verstorbenen. Die Führungen werden für kleinere Gruppen bis 10, 12 Leute werden im laufenden Betrieb gemacht, indem sie sich hier anmelden, müssen ja dem 5 bis 10 Minuten warten, bis jemand Zeit hat und sind natürlich kostenlos. Und bei größeren Gruppen muss ich mehr Personal haben, weil sie erfahren nur bis 20 Leuten irgendwas. Wenn wir zu große Gruppen haben, dann ist das zu unübersichtlich. Da muss ich mehr Personal haben, dann hätten wir gerne eine Anmeldung. Führungen sind also von Montags bis Freitags von 8 bis 18 Uhr jederzeit möglich und samstags auch. Aber samstags am liebsten mit Voranmeldung, da wir da weniger Personal haben.